So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei der TAZ und zum TAZ-Gespräch in Leipzig. Hören Sie mich? Ja, okay. Bitte begrüßen Sie den Sozialpsychologen und Zukunftsgestalter Harald Welzer. Ja, mein Name ist Peter Unfried und das Buch, über das wir sprechen wollen, heißt Alles könnte anders sein, erscheint bei S. Fischer, kostet 22 Euro. Sehen Sie hier in der gedruckten Ausgabe und es steht bereits ganz hoch in der Spiegel-Bestsellerliste, Platz 5, glaube ich, nächste Woche auch Platz 5. Ich stelle Ihnen ganz kurz Harald Welzer vor, Professor Welzer, Sozialpsychologe, Kulturwissenschaftler, Professor für Transformationsdesign in Flensburg, Gründer der Zukunftswerkstatt Futur 2 und Herausgeber des Magazins TAZ Futur 2 für Zukunft und Politik. Ich diene unter ihm als Chefredakteur. So werden wir uns auch duzen, wenn das okay ist für Sie. Die neueste Ausgabe heißt übrigens Alles wird gut. So, jetzt kommen wir zu diesem Buch, was ein bisschen überraschend ist, denn wir leben ja im Grunde alle davon, speziell wir Medien und auch Sozialpsychologen leben ja davon, zu klagen darüber, wie schlimm alles ist. Das ist unsere Grundkultur, darin haben wir uns gemütlich gemacht, dass alles schlimm ist und wir trotzdem relativ gut leben. Deshalb ist die Frage für mich, Harald, warum hast du dieses Buch geschrieben, A und B? Offenbar trifft es ja doch einen Nerv der Zeit. Na, ich habe dieses Buch vor allem deswegen geschrieben, weil ich nach vielen Jahren unterschiedlichen Aktivitäten im Bereich Nachhaltigkeit, Öko und so weiter es für vollkommen verkehrt halte, wie über diese Themen kommuniziert wird. Und vielleicht das mal ganz kurz illustriert, es hat sich die Vorstellung breit gemacht, dass wir auf ein unausweichliches Verhängnis zusteuern und dass, wenn dieses Verhängnis irgendwann eingetreten ist, es auch nicht mehr korrigierbar sei und all solche Dinge. Und Menschen, die in diesem Land vor 40 oder 50 Jahren geboren worden sind, haben nie was anderes gehört, als dass wir am Abgrund stehen und dass der Weltuntergang und die Apokalypse und so weiter. Und daraus muss man, glaube ich, zwei Schlussfolgerungen ziehen. Nämlich erstens, dass diese Art von Kommunikation dem Anliegen einer im weitesten Sinne Ökobewegung oder einer Klimaschutzbewegung überhaupt nicht entgegenkommt, weil dieses Katastrophische ist eingepreist. Ja, wenn man jetzt sagen würde, wie wir das hier als Titel gemacht haben für das Heft, alles wird gut, erschrecken sich ja alle, wie, was soll das denn jetzt, ja? Oder wir haben ein Interview mit Ilija Trojanow, der sagt dann, na, wenn man optimistisch ist, dann erschreckt man die Menschen. Ja, es hat sich so eingeschliffen, dass wir uns alle sofort darüber verständigen können, dass der Untergang nahe liegt. Das ist mal Punkt eins. Das ist politisch fatal, weil wenn ich nicht davon ausgehe, dass sich die Welt zum Positiven verändern kann, dann entmächtigt mich das politisch. Ja, das ist schlecht. Der andere Punkt, und das ist mir mehr beim Schreiben des Buches auch aufgefallen, was ist denn das für eine seltsame Vorstellung, dass es schlechte Ereignisse im Weltenlauf gibt und dass diese Ereignisse nicht in irgendeiner Form so zu bewältigen sind, dass es dann auch weitergeht? Also für mich ist eine interessante Überlegung, wie hätte ich mich gefühlt, wäre ich 1945 auf der Welt gewesen? Was wäre das gewesen? Egal wie, Hauptsache am Leben, in einem Mitteleuropa, was total zerstört gewesen ist, was die menschenfeindlichste Gesellschaft gerade hinter sich gebracht hat, die es jemals gegeben hat, wo das ganze Land voll von Menschen ist, die nicht da sind, wo sie eigentlich hingehören nach ihrem persönlichen Gefühl, wo es Displaced Persons, entlassene KZ-Häftlinge, Vertriebene, entlassene Zwangsarbeiter, Leute, die keine Häuser mehr haben und sowas gibt. Ja? Auf so einer Form von Gesellschaft ist etwas entstanden. Und wenn Sie an individuelle Dimensionen denken, es gibt doch, und hier sind welche unter uns, die sicherlich schon kritische, psychologisch gesagt, kritische Lebensereignisse erlebt haben. Wichtige Bezugspersonen, Angehörige verloren haben, selber schwer krank geworden sind, einen Unfall gehabt haben, sagt man dann,
Und wenn man dann in irgendeiner Form verletzt ist, vielleicht auch invalid ist oder sowas, sagt man dann, naja, das war's jetzt oder so. Ja, also Leben auf beiden Ebenen, auf der gesellschaftlichen wie auf der individuellen, bestehen doch darin, dass es Dinge gibt, die scheiße sind. Okay? Und eine Kapazität der menschlichen Lebensform besteht darin, das, was scheiße gewesen ist, in irgendeiner Weise auch zu bewältigen. Und das bedeutet zum Beispiel für die Klimadebatte oder auch für die Biodiversitätsdebatte, das ist ja völlig richtig, dass gesagt wird, wir haben es mit gefährlichen Entwicklungen zu tun. Aber ich kann diese Mitteilung ja nicht immer so formatieren, dass es danach auch vorbei ist. Weil das entmächtigend ist, das macht mutlos, das macht auch gar keinen Sinn. Und ich habe viele Veranstaltungen, gerade zu dem Klimathema, wo ich da mit meinen seltsamen Thesen ankomme. Und dann meldet sich immer mit geradezu naturgesetzlicher Folgerichtigkeit. Die zweite Meldung ist immer, alles schön, was Sie da sagen, Herr Welzer, aber wir haben ja keine Zeit. Okay? Und dann frage ich immer, ja, was heißt denn das jetzt? Und dann kriege ich immer zur Antwort, ja, Herr Schellenhuber und die Klimawissenschaft sagt, wir haben keine Zeit. Und dann sage ich, aber was heißt denn das jetzt? Was folgt denn daraus, zu sagen, wir haben keine Zeit? Folgt daraus, dass 2027 Schicht im Schacht ist, dass wir den Laden zumachen, dass wir aufhören, politisch zu arbeiten? Und das zentrale Problem ist, dass naturwissenschaftliche Zeit ist etwas anderes als soziale Zeit. Und ich bezweifle an keiner Stelle, bitte nicht missverstehen, Klimaforschung, das ist super, was die machen. Aber, und es ist wichtig, dass die seit 40 Jahren ihren Job machen, diese ganzen Leute. Aber das heißt nicht, dass ich soziale Prozesse ableiten kann aus naturwissenschaftlichen Daten. Soziale Prozesse, Gesellschaften, menschliches Leben hat eine andere Zeitstruktur als physikalische Zeit. Und wir wissen alle, dass es lange dauert, Gesellschaften umzubauen. Und da ist das Argument, wir haben keine Zeit, total kontraproduktiv, weil das arbeitet denen dann zu, die mit Geoengineering oder sonst was kommen. Das ist dann die letzte Lösung oder sowas. Ja, das Spiegel im Weltall aufhängen oder irgend so ein Scheiß. Und was mein zentraler Punkt ist, beide Aspekte führen zu einer Depolitisierung. Und wenn wir Gesellschaft zum Besseren verändern wollen und wenn wir die Folgen eines verfehlten Umgangs mit Klima und Natur bewältigen wollen, dann sprechen wir über politische Fragen, nicht über naturwissenschaftliche Fragen. Das ist für mich wichtig. Wolltest du noch was fragen oder soll ich einfach... Ich hätte tatsächlich zwei Fragen, um das auch inhaltlich voranzutreiben. Das eine ist, mir geht's doch jetzt schlecht. Jetzt kommst du irgendwie daher und sagst, dir geht's nicht schlecht, dir geht's gut. Da geht's mir doch nicht gut, sondern da werde ich doch bockig. Also wie gehe ich jetzt damit um? Kannst du die Frage, ich verstehe die Frage nicht. Die Frage ist, dass ich das Gefühl habe, entweder weil es mir wirklich schlecht geht oder weil ich einer Kultur aufgewachsen bin, in der das Nörgeln und das Lamentieren darüber, wie schlimm alles ist, einfach zu meiner Grundsubstanz gehört, dass das mich jetzt ausmacht. Und jetzt muss ich mich ja umstellen, weil du kommst jetzt und sagst, hör mal zu, uns geht's mehrheitlich hier sehr gut und wir machen nicht etwas draus, indem wir routiniert kritisieren, sondern indem wir anerkennen, dass es uns gut geht und auf dieser Basis etwas machen. Das ist für mich eine schwierige Umstellung. Ja, aber dann liest du das Buch und dann ist es ganz einfach plötzlich. Also dann frage ich nochmal konkreter, was ist denn alles so gut im Moment, was ich gar nicht sehe? Was läuft denn so toll? Naja, also ich argumentiere ja historisch zunächst und würde sagen, wir müssen eigentlich einen anderen Sortiervorgang machen. Anstatt die ganze Zeit darauf zu starren, was das Verhängnis ist und was das Negative ist und wie furchtbar die Autoindustrie ist und welche Verschwörungstheorie gerade wirksam ist oder sowas, müssen wir doch mal gucken, was waren denn die Voraussetzungen dafür, dass sich vieles in unser aller oder fast unser aller Leben doch deutlich zum Positiven entwickelt haben. Also wenn man davon spricht, dass wir heute die doppelte Lebenserwartung gegenüber vor 100 Jahren haben, das ist ja nicht nichts. Ich nehme an, die meisten freuen sich darüber, dass sie nicht mit 39 sterben oder so. Wir haben in vielerlei Hinsicht ein
zivilisatorischen Gewinn. Also Menschen sind gebildet, Menschen können an einem Gesundheitssystem, an einem Sozialsystem und so weiter partizipieren. Wir haben in Europa seit 70 Jahren keinen Krieg. All solche Dinge. Und da würde ich mal gucken, das ist die Operation in diesem Buch, was sind denn die Voraussetzungen dafür? Und wie werden möglicherweise durch ein unreflektiertes Fortsetzen desselben diese Voraussetzungen selber unterminiert? So, und das finde ich, ist erstmal was Interessantes, eine bestimmte Anerkenntnis dessen, dass wir in vielerlei Hinsicht Freiheit, Demokratie, Teilhabe, Sicherheit oder sowas auf dem höchsten Niveau existieren, was es historisch jemals gegeben hat. Das finde ich, das muss man zur Kenntnis nehmen, bevor man anfängt, entweder zu nölen oder berechtigt zu kritisieren. Das heißt ja nicht, wenn ich erstmal das anerkenne, dass ich sage, es ist alles total super. Wir haben natürlich riesige Probleme. Insbesondere haben wir im 21. Jahrhundert das ganz zentrale Problem, dass unsere Form des Wirtschaftens auf einem anderen Naturverhältnis basieren muss. Mit dem, was wir jetzt haben, mit diesem extrem zerstörerischen, kommen wir nicht durchs 21. Jahrhundert. Aber ich würde sagen, wir müssen genau daran arbeiten, damit wir das, was zivilisatorisch erworben worden ist, nämlich Freiheit, Demokratie, Sicherheit, Rechtsstaatlichkeit, erhalten werden kann. So würde ich das sagen. Also mache ich einen Sortiervorgang und sage, die Voraussetzung für Sicherheit, wie wir sie haben, war die Erfindung eines Gewaltmonopols. Ja, muss man aufrechterhalten. Kann man vielleicht sogar sich weiterdenken. Bislang haben wir es nur innerstaatlich. Warum denken wir nicht darüber nach, wie man ein zwischenstaatliches Gewaltmonopol macht? Wäre ein Weg zum Frieden. Ja, wäre ein Weg zum Reduzieren von Rüstungskosten und so weiter. So würde ich arbeiten, tue ich auch in dem Buch und sage, super Sache, lasst uns denken als konkrete Utopie, wie man das weitermachen kann. Und das kann ich mit vielen Dingen machen, wie mit Arbeit, mit Solidarität oder so. Da baue ich darauf auf, was gibt es schon, wie können wir das weiterentwickeln. Und andere Sachen müssen wir ganz grundlegend neu denken, aber auch nicht im Sinne einer abstrakten Utopie, sondern einer konkreten Utopie. Also, eine Stadt ohne Autos ist eine konkrete Utopie. Ja? Eine andere Form von Mobilität ist eine konkrete Utopie. Und zwar konkret so, dass ich sofort beginnen könnte, das umzusetzen. Es gibt politische Probleme, das umzusetzen, besonders in einem Land, wo es eine große Koalition aus einer Bundesregierung und einer Autoindustrie gibt. Okay, gibt es gewisse Umsetzungsprobleme, aber umso mehr und intensiver muss man daran gehen. So würde ich das machen und dann vergeht so langsam die schlechte Laune und die Skepsis, wenn man guckt, was geht denn da eigentlich? Das ist nämlich alles gar nicht so negativ und kompliziert. Also nicht, dass wir uns da falsch verstehen. Ich weiß das durchaus als Gnade zu schätzen, dass ich zu dieser Zeit, der besten Zeit, irgendwie, die wir jemals hatten, geboren bin in einem freiheitlich friedlichen Westdeutschland. Das ist nicht die Frage. Aber Moment, nur als kleine Fußnote dazu. Wenn du das in einem anderen Zusammenhang sagen würdest, wenn du eine öffentliche Diskussion mit dem Statement anfangen würdest, da würdest du größte Verwunderung ernten. Ja, die Gnade, zu dieser Zeit geboren zu sein. Da komme ich ja jetzt dazu. Aber obwohl ich das persönlich so empfinde und auch das Glück habe, dass das bei mir so ist, muss ich doch anerkennen, dass es andere Menschen gibt, denen es objektiv oder subjektiv nicht so geht. Und die es kommt ja in deinem Buch auch vor, die es eben nicht zu schätzen wissen, dass sie zu dieser Zeit in diesem Land leben. Und da kann ich es mir auch nicht verkneifen zu sagen, dass das speziell für einige Teile der Gesellschaft im Osten der Fall, im Osten dieses Landes der Fall zu sein scheint. Was machst du damit? Kannst du die Frage präzisieren? Ich verstehe das nicht. Dass es Menschen gibt, die sagen, ja, Harald Welzer hat recht, mir geht es auch so, aber es gibt eine ganze Reihe von Leuten, denen es nicht so geht und die werden irgendwie sagen, was erzählt er mir jetzt hier, dass wir in der besten aller Welten und besten aller Zeiten leben. Ich habe Orgasmusprobleme oder keine Ahnung was, riesige Probleme. Ja, ich sage ja nicht, dass die Welt ein bunter Teller ist. Ich sage ja auch nicht, wenn ich historisch argumentiere und sage, wir stehen an einem bestimmten Punkt eines Zivilisationsprozesses, wo es
den meisten Menschen besser geht als in der Generation vorher oder der Vorvorgängergeneration oder gar vor 200 Jahren. Dann heißt das ja nicht automatisch, allen geht es gut. Das ist ja nicht die Schlussfolgerung daraus. Und ich würde natürlich sagen, genauso wie wir massive Probleme im ökologischen Bereich haben, haben wir massive Probleme, was soziale Ungleichheit angeht. Aber da muss ich politisch über die Minderung sozialer Ungleichheit diskutieren und nicht auf Gefühle Rücksicht nehmen. Also die Gefühle, dass es in diesem Land schlecht zugeht, hat auch Christian Lindner. Ja? Der ist sozusagen, das ist sein wirtschaftlich würde man sagen, sein unique selling point. Der sitzt in jeder Talkshow und sagt, alles ist scheiße. Und das ist mir nicht nachvollziehbar, nicht mal, wenn ich Christian Lindner wäre. Ja? Also der wird in der Limo vorgefahren, wird irgendwie hofiert, wird alles irgendwie, obwohl er nur Unfug erzählt, ernst genommen, was er erzählt. Der müsste doch den ganzen Tag jubilieren, wie gut es ihm geht. Stattdessen sitzt er, das Land hat kaputte Infrastrukturen, wir sind nicht zukunftsfähig, zu wenig Digitalisierung, Kinder schwänzen Schule und sowas. Ja? Absolute Katastrophe. Und gegen diese Rhetorik, gegen dieses Narrativ aus keinem Grund auf höchstem Niveau ins absolute Lamentieren zu verfallen, dagegen muss man sich jetzt auch politisch mal wehren. Das ist doch Bullshit und führt zu nichts. Ja, aber das ist ja lustig, dass du jetzt den armen Christian Lindner und den Liberalen da ins Spiel bringst, denn traditionell war es ja in den letzten 50 Jahren so, dass die Grünen und die Linken die Apokalypse und den Katastrophismus für sich geerbt haben und immer davor gewarnt haben, wie schlimm alles ist. Naja, also da muss man erstens auch einen erheblichen Reformbedarf auf Seiten der Linken und der Grünen konstatieren, ja, weil das große Problem ist ja tatsächlich, dass wir, erstens ist das unscharf definiert, was heute noch links ist. Ja, da weiß ich gar nicht, was das ist. Für mich ist es Sarah Wagenknecht ganz sicher nicht. Und da fangen die Probleme ja schon an. Auf der anderen Seite ist auch unklar, was ist Grün. Mir ist die Wirtschaftsfraktion der Grünen, die von grünem Wachstum sprechen und so weiter, mindestens genauso suspekt wie irgendein Wirtschaftsliberaler. Weil damit komme ich auch nicht durch das 21. Jahrhundert, wenn ich ein Adjektiv vors Wachstum setze. Sondern es geht um Wirtschaftskonzepte, die jenseits des Wachstums funktionieren müssen. Daran muss man arbeiten und nicht einfach sagen, wenn ich irgendwas mit erneuerbar mache, ist das schon die bessere Wirtschaft, als sie vorher gewesen ist. Also kurz und gut, wir haben im Grunde genommen fast gesamtgesellschaftlich das Problem, dass wir keine Zukunftserzählung formulieren, dass wir noch nicht mal mehr Zukunft als etwas Erstrebenswertes definieren. Wir sind eigentlich in einer Situation, wo von links bis rechts alles das, was zukünftig kommen soll, als zu vermeidendes verstanden wird. Und das ist natürlich eine absolute Katastrophe. Wie kann ich denn eine Gesellschaftsentwicklung im emphatischen Sinne mir denken, wenn ich Angst vor der Zukunft habe und jedes Element von Zukünftigkeit negativ kodiert ist? Das ist doch Wahnsinn, so absoluter Wahnsinn. Und insofern glaube ich, ist es höchste Zeit, an einer anderen Erzählung über uns selbst zu arbeiten und zu sagen, ja, aber da geht doch was. Das Einzige, was wir dazu tun müssen, ist ein bisschen soziale Fantasie, kulturelle Fantasie, technische Fantasie, politische Fantasie und dann können wir mal in die andere Richtung gehen, anstatt immer irgendwie zu sagen, oh mein Gott, morgen wird es schlechter sein als heute. Und das ist einfach auch nicht der Fall, trotz Christian Lindner. Ich finde, es wäre ein enormer zivilisatorischer Fortschritt, wenn wir es mit diesem Politikertypus nicht mehr zu tun haben müssten. Aber gut, daran kann man arbeiten, das wird gehen. Es gibt ein Buch von Steven Pinker, der im Grunde auch sagt, viele Dinge laufen viel besser, als ihr glaubt. Im Gegensatz dazu hast du aber die zweite Dimension drin, die mir bei Pinker fehlt. Und das ist jetzt aber auch gleichzeitig das Problem, was ich sehe, nämlich, dass wir in Deutschland, in der Welt keinen Klimaschutz haben. Das im Grunde, was Pinker macht, ist auszublenden, dass alles, was uns
wohlhabend, was uns gesünder, was unsere Lebenserwartung, was uns demokratischer, was uns emanzipatorischer gemacht hat, auf fossilem Wachstum, auf Verbrennen von fossilen Energien beruht und das nicht so weitergehen kann. Also kurzum, wir haben eine paradoxe Situation oder komplizierte, in der wir ganz viel erreicht haben, was wir im Grunde verteidigen wollen und trotzdem jetzt ganz vieles ganz anders machen müssen. Und das ist schwierig für die menschliche Psyche, würde ich jetzt mal behaupten. Ja und nein. Also ich gebe natürlich zu, dass das schwierig ist, aber das heißt ja nicht, dass man es nicht machen kann. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass wenn man eine attraktive Geschichte über eine mögliche, also nicht eine abstrakte, sondern eine in den menschlichen Zeithorizonten mögliche andere Gesellschaft machen könnte, dass man das auch als ein Projekt verstehen kann, bei dem man mitmachen möchte. Und damit habe ich dann nicht nur eine größere Chance für reale Pfadwechsel in Konsumhinsicht, in Energiehinsicht, in Ernährungshinsicht oder sowas, sondern ich hätte auch ein Mittel gegen das Zentrale, eines der zentralen Probleme unserer Gegenwart vorzugehen, dass Gesellschaft deswegen erodiert und auseinanderfällt, weil es gar kein gemeinsames Projekt irgendwie gibt. Da beißt sich die Katze ja in den Schwanz. An der Stelle, wo ich auch nicht mehr sehe, was sind eigentlich die Qualitäten dieser Form von Demokratie, gibt es ja auch riesige, wie soll man sagen, Perforierungslinien, wo diese Gesellschaft auch auseinanderfällt und wo man den Wert von Demokratie auch nicht mehr erkennt. Und Demokratie funktioniert nur dann, wenn es irgendein, das muss gar nicht ausgesprochen sein, muss auch nicht definiert sein, wenn es irgendein Gefühl davon gibt, dass ich Teil von etwas bin, von dem die anderen auch ein Teil sind. Sozusagen die unterste Ebene, wie ich das formulieren würde. Das heißt, es gibt so etwas wie ein Wir, ja? Lose definiert. Heißt auch nicht, dass dieses Wir nicht in sich differenziert ist und divers ist, aber sozusagen es ist okay, dass die anderen auch da sind und dass ich da auch dabei sein darf. So. Und das geht natürlich tatsächlich nur, wenn es auch so etwas gibt wie ein gemeinsames Projekt. Ja, unsere Gesellschaft will da und da hin, dass die Situation der heutigen Kinder besser wird, dass die Gesellschaft enkeltauglich ist, dass man noch Verantwortung ausüben kann, dass wir Städte haben, die lebenswerter sind, dass es nicht so viel soziale Ungleichheit gibt. Also nur Stichworte. Ja? Aber daraus kann man eine Geschichte bauen. Und eine Geschichte bauen, die nicht im Konjunktiv ist, schöner wäre es, wenn es schöner wäre, sondern eine Geschichte bauen, die konkret erreichbar ist. Und dann hätte man das Gefühl, da gibt es auch andere, die das erreichen wollen, da machen wir uns jetzt mal auf den Weg. Ja? Und dann hat man eine andere politische Ausgangssituation, weil es natürlich immer Widerstände dagegen gibt. Und dann gibt es aber ein politisches Momentum, wo ich mal sagen kann, es lohnt sich jetzt auch, in diese politischen Konflikte zu gehen. Großer Teil deines Buches beschäftigt sich mit Lösungen, hast du gerade auch schon gesagt, sogenannte Legos, wie du die nennst, 17 insgesamt und eins davon heißt Wirtschaft zivilisieren. Also du nennst das einen ökologisch und sozial aufgeklärten Kapitalismus, klingt natürlich super, aber jetzt konkret, wie kommen wir dahin? Naja, das kann ich jetzt nicht alles referieren, weil es viele einzelne Bausteine genau zu diesem Kapitel gibt. Aber um mal eins zu nennen, was auch nicht utopisch ist. Unsere Hyperkonsumgesellschaft basiert im Moment darauf, dass niemand wahre Preise bezahlt. Also kein Käufer eines T-Shirts, eines Fernsehbildschirms, eines Autos oder sonst was zahlt in dem Sinne den wahren Preis, als dass in diesem Preis alle Umweltkosten, alle Ausbeutungskosten, alle Schädigungen durch die berühmten Wertschöpfungsketten eingerechnet werden. Also das T-Shirt für 2,99 und Primark und alles das gibt es nur deswegen, weil man die wahren Preise nicht bezahlt. Jetzt kann man sagen, okay, wir müssen das regulieren und sagen, Externalisierung von Preisen ist verboten, kann man nicht mehr machen. Was passiert in so einem Augenblick? Und das ist was Interessantes, was dann passiert, weil wenn ich zum Beispiel jetzt Textilunternehmer wäre, würde ich sagen, scheiße, ich habe ein Problem. Mein T-Shirt wird unter den gegenwärtigen Bedingungen so teuer, das kauft mir keiner mehr ab. Also muss ich das tun, was jeder Unternehmer in so einer Situation macht. Ich muss Kosten reduzieren.
Wenn ich aber Kosten nicht mehr dadurch reduzieren kann, dass ich es an irgendeinem Ende der Welt super billig produzieren lassen kann, weil das geht nicht mehr, die Transportkosten sind so hoch, dass ich diesen Vorteil auffresse, dann komme ich zum Beispiel dazu, dass ich Kosten dadurch reduziere, dass ich die Produktion nach Hause zurückverlagere. Da sind die Wege kürzer, da ist die Ausbeutung anders möglich, weil wir Arbeitsschutz und so weiter haben. Wir haben auch Umweltrichtlinien, ich kann nicht solche Sauereien machen und so weiter. Das heißt, ich verändere eine einzige Variable und sage, Externalisierung geht nicht mehr, ist verboten. Und plötzlich geht das Spiel anders. Es ist immer noch Kapitalismus, ändert gar nichts grundsätzlich am System, aber es ändert was in ökologischer Hinsicht, in sozialer Hinsicht, in Mobilitätshinsicht und so weiter. Und so versuche ich dieses Wirtschaftskapitel anhand unterschiedlicher... Was denn? Habe ich das eben richtig gehört? Nee, das kommt von dem anderen Stand. Ich habe es nicht gehört, was? Jetzt aber haben wir, du sagst, wir brauchen im Grunde einen gemeinsamen Horizont, auf den wir uns einigen können, sodass wir etwas zumindest Gemeinsames haben, auf das wir uns zubewegen. Im Moment ist aber zumindest, was das mediengesellschaftliche Sprechen angeht, sind die Zeichen stehen eher auf Spaltung. Das heißt, wir suchen nicht das Gemeinsame, sondern wir suchen relativ verbissen das, was uns von anderen trennt, selbst einem jetzt Demokraten wie Christian Lindner, mit dem wollen wir am liebsten überhaupt nichts zu tun haben. Die Frage ist also, wie kriegt man es denn hin, dass man so spricht, dass man tatsächlich das Gemeinsame am Horizont sucht und findet? Ja, aber das musst du dich selber fragen und nicht mich. Also du bist doch der Medienvertreter und dann verstehe ich die rhetorische Figur nicht. Wie kriegen wir das hin? Ihr müsst dann eure Sachen so schreiben, dass es genau in die Gegenrichtung geht. Ist doch ganz einfach. Habe ich nicht verstanden. Okay, das war klar. Okay, dann nehmen wir es jetzt mal von dem Persönlichen weg. Ist immer klar. Ja? Also wir bedeutet ja immer die anderen. Ist ja logisch. Das ist ja die Übersetzung davon. Aber sagen wir mal so, wenn ich ein Buch auf dem Buchmarkt gegenwärtig sehe, was im Untertitel heißt, also im Obertitel heißt es, glaube ich, oben und unten, und im Untertitel heißt Abstieg, Armut, Ausländer, was unser Land spaltet, von den Kollegen Blom und Augstein, dann finde ich das eine politische Sauerei, ein Buch so zu betiteln, weil es konstatiert erstens eine Spaltung. Und ich würde sagen, wenn ich mir die Wahlergebnisse in diesem Land anschaue, dann haben wir keine Spaltung, sondern wir haben nach wie vor eine demokratische Mehrheit, die weit überwiegend ist. So, und insofern ist der Begriff der Spaltung total fahrlässig, weil er konstatiert einen Sachverhalt, der nicht existiert. Eine Spaltung habe ich dann, wie im Falle England, Brexit oder sowas, wo ich eine 50-50-Geschichte habe oder 45-55, dann ist eine Gesellschaft gespalten, wenn es um elementare Sachverhalte geht. Unsere Gesellschaft ist nicht gespalten. Wenn ich dann einen Untertitel so formuliere, man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen, ja? Abstieg, Armut, Ausländer, was unsere Gesellschaft spaltet. Da habe ich ein ausländerfeindliches Narrativ in einem Untertitel, weil es bedeutet semantisch, ja, die Ausländer spalten unsere Gesellschaft. Das heißt, mit so einem, und die halten sich ja selber für kritisch oder gar für links oder sowas, kriege echt die Krise, ja, wird im Grunde genommen eine rechte Erzählung unterfüttert, gegen die man angeblich vorgeht. So, und das ist ein mediales Produkt und da wünsche ich mir mehr Verantwortung von den Medienschaffenden, dass man mit dieser scheiß Spaltungsrhetorik so lange aufhört, als die Spaltung kein Sachverhalt ist. Ja? Wenn ich in Österreich oder in England spreche, habe ich eine andere politische Situation, weil das rechte Lager schon viel weiter vorgerückt ist als bei uns. Wenn ich mich als Demokrat verstehe und als Demokrat im Medienbereich, dann muss ich mein Medium so behandeln, dass eben genau diese Tendenzen nicht vertieft und unterfüttert werden, sondern dass ich gegen die einfach vorgehe. Und gegen solche Rhetoriken, gegen so eine Fortsetzung rechter Erzählungen, gewissermaßen mit all dem, was ich journalistisch machen kann, dagegen argumentiere. Und ich finde vieles an der Rede, wie sie im Moment so leichtfertig gemacht wird, die Rede von den Abgehängten, die Rede von dem Gespaltenen, die Rede von den Gefühlen, die man ernst nehmen muss. Da muss man sich wirklich Rechenschaft darüber ablegen,
trägt denn diese Rede dazu bei, dass ich Demokratie und die freiheitliche Ordnung feature und affirmiere und stütze? Oder trägt sie zu denjenigen etwas bei, die ein großes Interesse daran haben, dass genau das abgeschafft wird? Also das Freisetzen von Gefühlen... So applaudiert hier keiner. Ja, warum applaudiert keiner? Das Freisetzen von Gefühlen, dann auch die Kapitalisierung, kann natürlich ein Drecksgeschäft sein, das ist schon klar. Und deswegen, nicht nur weil du mein Herausgeber bist, gefällt mir irgendwie dieses Buch auch sehr gut. Und nichtsdestotrotz wissen wir aus der Geschichte, dass Revolutionen gemacht werden, indem man die Leute wütend macht und nicht indem man ihnen sagt, Leute, euch geht's doch gut. Und deswegen finde ich das eigentlich großartig, dass man so rum versucht, aber gleichzeitig bin ich natürlich skeptisch, dass Leute wie ich ihr damit dadurch ihren Arsch hochkriegen. Aber das ist falsch. Das ist historisch falsch. Das ist seit der Verelendungstheorie von Marx falsch. Es ist eben nicht so, dass Menschen, denen es extrem schlecht geht, in der Lage sind, Revolutionen zu machen. Um eine Revolution zu machen, muss man eine Kante drüber sein. Solange ich mit der reinen Sicherung meiner Existenz befasst bin, habe ich keine Möglichkeit, keine Zeit, zu viel Hunger für Revolution. Ja? Das heißt, wenn ich eine tiefgreifende gesellschaftliche Veränderung, das muss ja nicht immer gleich eine Revolution sein, es reicht ja eine soziale Bewegung, haben will, dann geht die immer davon aus, erstens, dass es Menschen nicht extrem schlecht geht, zweitens, dass es ein positives Ziel gibt, wo ich hin will, dass es einen Traum gibt, ja, einen realisierbaren Traum von anderen Verhältnissen. Das ist das Movens von sozialen Bewegungen. Nur negativ funktioniert keine soziale Bewegung. Warum auch? Weil es kein Ziel gibt, zu dem man hinwollen will. Ja? Im Moment rennen ja alle weg. Da ist das böse Klima, da ist die böse AfD, da ist alles irgendwie böse und da ist Trump und dann gibt's die. Und man rennt vor der Zukunft weg. Wir müssen das Spiel einfach umdrehen und sagen, verdammt nochmal, gerade weil es uns so gut geht, können wir erstens in Kauf nehmen, dass es uns materiell durchaus etwas schlechter gehen könnte. Ich spreche immer von den Mehrheiten. Ich spreche nicht von denen, die sozial wirklich wäre niederträchtig behandelt werden in diesem Land, so würde ich das sagen, durch Hartz IV und so weiter. Aber auch das kann man ja verändern, ist ja kein Problem. Hartz IV kann man durch ein bedingungsloses Grundeinkommen ersetzen, habe ich auch plötzlich ein anderes Spiel. Ja? Aber jedenfalls ist es eine falsche Theorie zu glauben, dass wenn man etwas Positives als Ziel hätte, dass dann irgendwie nichts passiert. Oder wenn man sagt, uns geht's ja gut. Im Gegenteil. Uns geht's gut bedeutet, wir haben Handlungsmöglichkeiten, die Sachen so zu verändern, dass es vielleicht denen, die heute 15 sind, auch noch gut geht. Und das ist ja übrigens das starke Ding. Die Kids, die jetzt Fridays for Future demonstrieren, sagen es ja nicht, uns geht's so schlecht, sondern die sagen, bitteschön, das ist unser Jahrhundert, können wir bitte mal reklamieren, dass Dinge sich verändern müssen, damit wir auch durch dieses Jahrhundert kommen. Letztlich, wir sind hier live, also hier live, aber auch dort live und es gibt anscheinend noch Fragen aus dem Internet. Fragen aus dem Internet, auf die ich jetzt warte, aber ich habe noch eine Frage. Es ist nicht abgesprochen und übrigens, ich lehne das tatsächlich ab, weil ich keine Lust habe, in einer Situation, wo man sich begegnet, Fragen aus irgendeinem mir Unbekannten oft zu beantworten. Dann fragen wir vielleicht hier. Lehnst du das finde ich gut. Okay, dann aber trotzdem meine Frage noch, bevor es ist. Letztlich, das wäre meine Unterstellung, glaubst du an einen besseren Menschen? Mein lieber Peter, meine komplette wissenschaftliche Arbeit als Sozialpsychologe drehte sich eigentlich darum, dass Menschen gut oder schlecht sind, je nach der sozialen und kulturellen Situation, in der sie sind. Das heißt, wenn ich ein System habe wie den Nationalsozialismus, werden Potenziale zum Gegenmenschlichen entfaltet. Und die Menschen werden schlechter, jedenfalls die allermeisten. Aber nicht, weil sie konstitutiv schlecht sind, sondern weil sie unter Bedingungen leben, wo das Schlechte als besser gilt als das Gute. Very simple. Wenn ich eine Gesellschaft habe wie unsere, kann ich die Potenziale zum Besseren besser entfalten. Insofern, ich habe überhaupt keine Anthropologie,
Ja? Und ich glaube auch nicht an die Verbesserung des Menschen, aber ich glaube an die Verbesserungsmöglichkeiten gesellschaftlicher Verhältnisse, sodass Menschen auch besser in einem moralischen oder normativen Sinn sein können als jetzt. Ich spreche ja zum Beispiel auch in diesem Buch von der Utopie der freundlichen Gesellschaft. Das finde ich eine total super geile Utopie, wenn Menschen freundlicher sein können zueinander und auch zu sich selbst, als unter den gegenwärtigen Bedingungen. Es hört sich total lächerlich an, eine freundliche Gesellschaft. Aber das ist eine total tolle Utopie. Ich sag's Ihnen, es ist nämlich schöner, als wenn man in einer Gesellschaft lebt wie unsere, wo die Leute vor materiellem Material, Güter oder sonst was nicht aus den Augen gucken können und trotzdem immer schlechter gelaunt werden. Das liegt für mich die Utopie einer freundlichen Gesellschaft, finde ich attraktiv. Also lassen Sie uns doch einfach freundlich sein. Dann so, haben Sie bessere Fragen als ich? Bin sicher, ja. Wer möchte eine stellen? Hallo, mein Name ist Timo Daum. Vielen Dank erstmal für das Empowerment auch, bei dem ich wirklich sehr weit mitgehen kann. Ich hätte jetzt eine Frage, Stichwort Green New Deal oder grüner Kapitalismus, so wie Ocasio-Cortez, also die mögliche Präsidentschaftskandidatin der Demokraten, das vorgeschlagen hat. Ist das, also da stimmen Sie sicher zu, das ist sicher positiv, aber reicht das? Also ist grüner Kapitalismus so das Ende der Fahnenstange oder müssen wir doch auch Sachen am Kapitalismus kritisch nicht aus den Augen verlieren oder so? Das wäre jetzt meine Frage an Sie. Also Dinge kritisch nicht aus dem Auge verlieren ist immer gut, ja, ganz grundsätzlich. Aber mein Ansatzpunkt oder meine Methode ist eigentlich eine andere. Ich würde sagen, wenn Sie jetzt dieses Beispiel mit der Internalisierung nehmen oder andere Aspekte von Green New Deals oder sowas, dann ist ja in dem Augenblick, wo man in so eine Richtung sich bewegt, eine Pfadveränderung angezeigt. Ja, und insbesondere, wenn so etwas in einem ersten Schritt umgesetzt wird. Es ist ein Schritt gemacht, der rein logisch betrachtet andere Schritte nach sich ziehen kann, als wenn ich diesen Schritt nie gemacht hätte. So, und insofern könnte ich mir vorstellen, wenn ich so etwas habe oder entwickle oder verfolge wie einen ökologisch befriedeten Kapitalismus oder einen, abstrakter gesagt, vom Naturverhältnis her befriedeten Kapitalismus, dann kann es sein, dass sich in diesem Prozess eine ganz andere ökonomische Perspektive auftut, an die ich unter den gegenwärtigen Bedingungen gar nicht gedacht habe. Das heißt, meine Idee, methodisch betrachtet, und das wissen wir von Futur 2 und den ganzen Projekten, mit denen wir uns da beschäftigen, ist, dass immer der erste Schritt der entscheidende deswegen ist, weil er die Wahrscheinlichkeit anderer nächster Schritte in diese Richtung erhöht. Und wenn ich diesen ersten Schritt nicht mache, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass überhaupt ein zweiter, dritter, vierter, fünfter kommt. Das ist meine schlichte Antwort dazu. Und insofern, und ich sage ja zum Beispiel auch, es ist ja nicht so, dass jeder Vorschlag, den ich hier mache, tatsächlich wirklich sich als absolut super toll erweist. Was wir aber brauchen, ist ja auch eine gesellschaftliche Perspektive, wo es so etwas wie Reversibilität gibt. Ich darf ja nicht Verhältnisse schaffen, die tatsächlich nicht mehr korrigierbar sind. Und insofern habe ich ein anderes operatives Moment noch mit drin. Ja, das heißt, man muss auch von den gültigen Weisheiten und den gültigen Masterplänen und den gültigen Überzeugungen wegkommen und eher experimentell, ästhetisch meinetwegen auch werden und sagen, wir machen das mal, mal gucken, was da passiert. So, eine Frage haben wir noch, wer wollte? Keiner mehr? Also der Titel ist ja in Ordnung, aber die Frage bleibt, wie machen wir das? Und Moment, Greta ist schon gefallen, auf der Straße können wir vielleicht was erreichen. Und das Zweite wäre für mich, die Parteienlandschaft schafft es nicht, Mehrheiten dafür zusammenzukriegen. Was halten Sie von der direkten Demokratie? Ich halte von der direkten Demokratie nicht allzu viel. Also das würde jetzt auch zu weit führen. Direkte Demokratie ist ein Instrument, also ich spreche jetzt nicht von kommunalen Ebenen oder so, ja, aber ich bin ein großer Anhänger der parlamentarischen Demokratie aus vielen historischen Gründen und
Ich staune immer, dass Autokraten Fans von direkter Demokratie sind. Naja, weil man mit Stimmung Politik machen kann und so weiter. Aber das möchte ich jetzt gar nicht ausführen. Die andere Frage ist ja interessanter. Wie kommen wir jetzt so und so dahin? War ja die andere Frage. Und da würde ich mal schlicht sagen, das können Sie nur für sich selber beantworten. Naja, aber da müssen Sie halt was machen. Ganz einfach. Und die eben erwähnte Greta Thunberg, es ist ja interessant, wenn man sich das anguckt, warum ist das eigentlich erfolgreich? Weil sie nicht sagt, liebe Politiker, verändert doch mal innerhalb eurer Partei die Diskussion über XYZ, sondern sie macht eine Aufforderung und sagt, so wie ihr das jetzt macht, geht es nicht. Und wir fordern von euch eine andere Form der Politik, die eine andere Prioritätensetzung macht. Und der Grund dafür ist generationelle Gerechtigkeit. Ja, das heißt, sie unterzieht sich, und das macht es politisch schlagkräftig, jetzt gar nicht der Notwendigkeit im Einzelnen ausbuchstabieren, was jetzt Herr Lindner oder irgendwer anders zu tun hätte, der es eh nicht kapiert, sondern sie sagen einfach, wir formulieren das Klimathema als ein Gerechtigkeitsthema, und ein Gerechtigkeitsthema ist eines, auf das man reagieren muss, wenn man das Selbstverständnis hat, verantwortlich zu agieren. Also liegt der Ball erstmal im anderen Feld, und das ist die politische Schlagkraft. Und was ich daran wirklich gut finde, ist, dass bislang, wir haben uns in den letzten 30 Jahren merkwürdigerweise angewöhnt und der Illusion angehangen, dass wenn man irgendwelche Daten liefert, wie es die Klimawissenschaft verdienstvollerweise gemacht hat, dass das eine politische Wirksamkeit hätte. Nein, das hat es nicht, weil das angesichts der Quartalszahlen, der Shareholder Values, der parteipolitischen internen Scharmützel und Intrigen oder sowas völlig äußerliche Dinge sind. Ja, da kann das CO2 durch die Decke gehen, dann geht es trotzdem noch um irgendwie meine Karriere als X oder Y, da geht es trotzdem noch um 2% Wachstum, um 5% Rendite. Ja, diese Sachen sind äußerlich. An der Stelle, wo ich aber sage, wir haben fundamental ein Gerechtigkeitsproblem in unserer Gesellschaft, und dieses Gerechtigkeitsproblem kann ich sehr einfach formulieren und kann es sehr einfach sichtbar machen, indem ich nicht zur Schule gehe, sondern auf die Straße, ist plötzlich ein ganz anderes Spiel eröffnet. Und das ist das, was wir seit 30 Jahren, und das adressiere ich auch an mich selber, versäumt haben und vergessen haben, indem wir uns auf den bequemen Glauben verlassen haben, dass wenn man irgendwelche Diagramme hochhält, irgendein realer Funktionsmodus in der Gesellschaft sich dafür interessieren würde. Nein, tut er nicht. Ja? Und das ist jetzt eine Politisierungsbewegung, die stattfindet genau aus dem Grund. Und die muss man unterstützen. Und übrigens, wenn ich den Satz noch sagen darf, Herr Unfried, im Moment ist das große Problem der Fridays for Future, wie sie, um es mal in Metaphern des fossilen Alters zu benennen, auf Drehzahl bleiben können. Also wie hält man die Spannung hoch, wie hält man die Aufmerksamkeit hoch, wie bringt man die Bewegung größer. Und das Problem ist, wenn jetzt Scientists for Future, was ich auch unterschrieben habe, oder Parents for Future, sich damit solidarisieren, damit ist überhaupt nichts gewonnen. Ja, das ist vielleicht eine Umarmung, in der man erstickt. Die Forderung muss ja jetzt sein, an die Scientists for Future, die 23.000, die das bislang unterschrieben haben, die müssen in ihren eigenen Läden streiken. Die müssen in ihren eigenen Läden genau die Systemstörung oder den zivilen Ungehorsam an den Tag legen, wie es die Kids in Bezug auf die Schule machen. Und das gilt auch für alle Parents for Future. Das nützt nichts zu sagen, finden wir toll, sondern die müssen sich in ihren eigenen Handlungszusammenhängen sagen, wir finden das toll und deshalb fühlen wir uns verpflichtet, bei uns was zu machen. Und so entsteht eine soziale Bewegung. Ja? Und einfach nur zu sagen, ganz toll, was ihr da macht, wir solidarisieren uns, ist nicht. Das ist wirklich, das ist billig und wird auch nichts weiter beitragen, aber ich glaube an diese Bewegung. So, meine Damen und Herren, das war das, ja, sorry. Das war das Taz-Gespräch mit Harald Welzer, und wenn Sie Lust haben, werden wir das heute Abend 19 Uhr in der Galerie Kupp in Leipzig vertiefen mit Jagoda Marinic, mit Harald Welzer.
und mit mir, das Taz Futur 2 Abendgespräch. Ich nenne nochmal das Buch, über das wir gesprochen haben. Alles könnte anders sein, ist bei S. Fischer erschienen, kostet 22 Euro. Und ich wünsche Harald dir viel Erfolg damit und Ihnen viel Vergnügen beim Lesen. Herzlichen Dank.